Lauf und noch ein paar Kreise um den Käfig. Was? Aurea benutzt No-Key-Winde in Group Battle Objects. Was haben wir gleich schon mal die Bug-Tester gemacht? Haben die geschlafen oder was? Komm, du hältst den Schlag aus. Ja, du hältst den Schlag aus. Das war leicht. Mal, wo ist ein riesiger Gorilla? What the fuck? Also das war kein Kalecke. Und? Das Biest ist gefangen. Wir haben das Biest gefangen. Hoffentlich ist die Belohnung die Mühe wert. Da bin ich sicher. Und mein Azulo? Der hat überlebt. Davon abgesehen war er keine Hilfe. Das ist er nie. Hier, das ist die Hälfte des Preises, den die Arena mir für das Äffchen zahlen wird. Okay. Wir möchten etwas lernen. So. Zoberan. Du benötigst ganz dringend ein paar neue Zauber. Hä? Wind und Charisma um 1. Wind und Charisma. Ja. Zauberroutine. Endlich. Strahlereck. Mehr Charisma. Dann habe ich keine AP mehr dafür. Zauber. Ich wollte meinen Heilzauber erhöhen. Könnte es einfach sein, dass ich so wenig Heil mit weiß oder Wunde, weil ich vergessen habe, dass ich die zweite Stufe Fleiß ziehen muss? Ja, yep. Genau das ist passiert. Komm ich bis 13? Ja, ich bin Faxus auf 3. Purum gegen Gift, halt Gift für Stufe 1, auch im Prinzip nicht mehr. Ja, möchte Erinnerung speichern. So, Alri, du kannst keine Zauber, du kannst auch keine Sonderfähigkeit von jetzt lernen. Kannst du Heilkunde? Grundwert. Attacke geht auf Mut, Gewandtheit und Körperkraft. Und Waffentalent. Wunderbar. Dem sieht das genauso scheiße aus. Kriegskunst. Thank you.
schon einen Grundwert hoch. Boah. Nehmen wir noch ein bisschen Körperkraft, schätze ich mal. Oder mehr Mut, wenn der Schwert dran ist. Zauberer hat schon Takate 2018. Du brauchst ebenfalls mehr Körperkraft. Der hat einfach nur geile Grundwerte. Waffentalent. Wo hatten sie denn? Speere. Max. Talent. Erhöhst du bitte deinen Tierkunde? Na, deine Körperbeherrschung. Das soll aufreichen. Aurelia, Grundwert. Du bist eine Magierin. Astralpunkte. Mut, Charisma, Astralpunkte. Und Intuition. Also, ich muss sagen, für Magiekundige haben die standardmäßig verdammt wenig Mut. So, du kannst ja bestimmt noch einen Zauber lernen. Hexengalle. Und Hexenspeichel. Zauber der Elemente. Okay. Die kann Carnifilo. Warum ist denn der Hexenspeicher in dem Spielchen so unglaublich schlecht? 10 Disponibel maximal. Das ist die Grundheilung von Balsam. Um Himmels Willen. Ja, auch die Hexengalle. Macht im Prinzip keinen Schaden. Professor, Brandheit minus 5. Was sagt Holger, dass man weniger gut parieren kann? Ende. Hoffentlich. Tja, aber keine neuen Hinweise auf die anderen Schreine. Schade. Es lädt. Ratsupus Vahas. Komm schon mal hin. Ist eher als vorgerendert. So, Kulisanenviertel und wieder Ladebildschirm. Oh Gott. Da machst du einen Schritt und bist im Ladebildschirm. Das ist ja großartig. So, haben wir eine Schachtel für dich. Das Paket zu Kaidre, ja? Auf bald. Okay. Was können die Kurtisanen für euch tun? Tatsächlich? Wie aufmerksam von ihm. Was ist denn nun drin in der Schachtel? Macht sie doch auf! Das wäre Gorio gegenüber nicht gerecht. Es könnte etwas Persönliches sein. Aber von euch ruhmvollen Gladiatoren überreicht, bin ich sicher, dass es sich um etwas ganz Besonderes handeln muss. Richtet Gorio bitte meinen herzlichsten Dank aus und sagt ihm, er darf mir gerne wieder ein Geschenk überbringen lassen. Bei Angrosch, wenn dieser Knilch es wagt! Wir gehen jetzt besser. Auf bald, werte Kaidre.
Raya mit euch. Bringt das Paket zu Kaidre, ja? Haben wir schon. Kaidre hat die Schatulle erhalten. Hervorragend. Was hat sie gesagt? Wie hat sie reagiert? Sie schien ganz angetan, würde ich sagen. Gut, gut. Und was hat sie gesagt? Jetzt reicht's. Ich halte dieses Geschwafel nicht mehr aus. Bei allem, was euch heilig ist, geht zu ihr und fragt sie selbst, wenn es euch so brennend interessiert. Aber vorher zahlt ihr uns aus. Sonst macht ihr Bekanntschaft mit der Mutter aller Kopfnüsse. Mit dem Kopf voll auf... Besser, ihr gebt uns jetzt unseren Sold. Unser Zwerg hat einen wirklich schlechten Tag. Wie? Na schön. Hier, für die Lieferung. Und das ist für eure Mühen. Na also, geht doch. Ihr hättet zumindest mit einem kleinen Wort erwähnen können, dass eure Schatulle inzwischen um die halbe Welt gereist ist. Oh, das tut mir leid. Schlagt einfach was auf unsere Bezahlung drauf und wir sind quitt. Selbstverständlich. Auf bald. Sehr schön. Ah, oh, großartig. Stadtzentrum zurück und wieder Ladebildschirm. Oh. Ist das nicht schön? So, werden wir jetzt endlich mal hier hingehen. Zum traumgrauen Viertel. Warum möchte ich da eigentlich gar nicht hin? Nur so eine Ahnung. Ich fasse es immer noch nicht, dass sie mich getötet haben. Ein Hesindegeweihter im Traumkrautviertel. Taverne 1002. Rausch. Arenaviertel, Stadtzentrum. Wie kann ein Diener der weisen Herren euch helfen? Krankheit. Die sonderbare Krankheit. Diese Befallenen. Was könnt ihr uns darüber sagen? Wenig. Wir tappen im Dunkeln. Aber es ist kein natürliches Leiden. So viel ist sicher. Was meint ihr? Etwas Böses ist hier am Werk. Irgendetwas schläft in diesen von Hesindes Geist verlassenen Höhlen. Okay. Kennt ihr einen Alchemisten namens Lysander Eurydion? Horasia, schwarzhaarig mit einer Bernsteinbrille? Lysander? Nein. Allerdings ist ein horasischer Alchemist hier gewesen, auf den diese Beschreibung passt. Er nannte sich Mercator. Genau wie ihr war er an den Kranken interessiert, die wir in Obhut genommen haben. Jedoch wirkte er auf mich ein wenig verloren. Mercator? Was wollte dieser Mercator? Helfen, so schien es. Seine Bedingung war jedoch, die Kranken mitzunehmen. Er bot sogar eine großzügige Spende dafür. Natürlich mussten wir ablehnen. Allerdings... In den folgenden Tagen sind zwei der Kranken aus unserem Tempel verschwunden. Und ihr verdächtigt Mercator? Ich verdächtige niemanden, mein Kind. Warum nicht? Er hat doch durchaus angebracht. Wäre es denkbar, dass ein Gift diese Krankheit auslöst? Denkbar? Sicher. Aber vielleicht solltet ihr diese Fragen an die Gilde der Alchemisten richten. Geht zu Menchal Aktaran, dem Oberhaupt der Giftmischer. Wenn jemand etwas davon versteht, dann er. Ich werde euch eine Empfehlung geben, sofern so ruhmreiche Gladiatoren noch eine Empfehlung brauchen. Ihr habt euch die Kämpfe angesehen? Es ist lehrreich, die Abgründe des Volkes zu studieren. Die sind ja alle verkauft. Ebenfalls eine Alchemistin, wie mir schien. Vielleicht hilft euch das weiter. Danke. So. Also zurück. Willkommen im Rausch. Wie kann Ossip euch helfen? Der kommt immer nach. Okay. Und ich bin eigentlich voll. Außer hier das kleine bisschen.
Zurück zum Stadtzentrum. Zurück in den Ladebildschirm. Juhu! Ist das nicht toll? Das ist nämlich nicht genau das. Es ist nicht toll. Jetzt müssen wir wieder in den Ladebildschirm, weil wir jetzt wieder in die Alchemisten-Gilde müssen.